Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick! Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son! We need you strong. Und damit, Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zum neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Red Dead Redemption 2, wie ihr schon gesehen habt. Ich zeichne das Ganze hier ganz easy peasy mit meiner Elgato auf und somit können wir das Ganze schön zusammen genießen.
Wir haben den 26. Februar und Release Day ist heute. Ich habe es vorbestellt, gestern leider nicht bekommen, ganz komischerweise. Ich werde nie wieder bei GameStop bestellen, das nur mal am Rande. Ich habe richtig Bock auf das Game. Ihr habt natürlich davon gehört, sonst würdet ihr nicht draufklicken. Ja, ich mache es so wie der gute alte Gronkh. Ich zeichne einfach auf, je nach Session. Dann schneide ich die Folgen natürlich nach meiner Arbeitszeit privat. Und dann lade ich die Teile hoch. Je nachdem, wie viel ich vorproduziere, wird die so hoch wie die Frequenz der hochgeladenen Videos sein. Also ich mache mir da jetzt irgendwie keinen Stress oder so. Ich genieße dieses Spiel. Ich habe mir das Spiel gekauft, nicht um irgendwie, was weiß ich, Profis rauszuschlagen oder sonst irgendeine Scheiße, was da sowieso nicht funktioniert. Sondern ich möchte das Spiel richtig genießen. Na, deswegen setze ich mich hier auch nicht irgendwie besonders gestriegelt vor oder was weiß ich. Wir spielen das Spiel jetzt zusammen. Wir sind im Wilden Westen. Wir können ein guter Mensch sein, wir können ein schlechter Mensch sein. Hier wirkt sich alles auf unser weiteres Gameplay aus. Wenn wir wenig essen, werden wir dünn. Wenn wir viel essen, werden wir dick. Wenn wir uns nicht rasieren, kriegen wir einen Bart. Rasieren wir uns, bleiben wir glatt. So wie im richtigen Leben auch. Und wie wir gerade eben gesehen haben, ist es quasi so, dass wir in einem Sturm sind und die Leute warm kriegen müssen. So viel erstmal hierzu. Feuer und ein Dach über dem Kopf, ja. Dutch L2. Was ist mit dem Geld? War es eine Falle? Ah, wir können hier Fragen stellen, oder was? Das ist natürlich krass. Kommt da einer? Das muss so krass sein. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. So, alles klar. Wir haben hier also einen Kollegen von uns gefunden und mit dem werden wir jetzt erstmal mithalten. Was? Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Anscheinend sind sie hier alle versprengt. Erinnert mich ein bisschen an den Film von Quentin Tarantino, The Hateful Eight. Aber wir versuchen mal einfach hier aufzubleiben. Aufzuhalten. Keine Ahnung. Hinten dran zu bleiben. Kann ich ihn überholen? Kann ich ihm irgendwas fragen? Aber wenn ich jetzt zweimal X tippe, dann geben wir dem Pferd die Sporen und der geht ein bisschen schneller. Tippe zweimal auf und halte X gedrückt für einen Sprint. Mika. Bist du noch jemand anderem begegnet? Ich denke, wir sind die einzigen, die crazy genug sind, in diesem Morgan. Ja, well, don't talk to me about Crichton. Oh, so no, glad you're all right. Funny. I was worried, Micah. Geil es einfach aussieht. It's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, but shelter. So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Right. Alles klar. Just following orders. Mika. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Oh, das riecht doch, glaube ich, nach Schießerei hier. Oh, goddamn, this snow gets right to the bone.
Das sieht ja wohl nur geil aus, dieses Game. Ich erwarte davon so viel. Ich habe da so lange drauf gewartet. Sagenhaft, Mann. Gestern. Fun Fact, ey. Ich hab's halt vorbestellt. Let's keep it down now, gentlemen. Die Tuss meinte so, ja, 25. bla bla bla. Dann bin ich gestern da. 150 von den Games im Hintergrund und sie gibt mir keins, weißt du? GameStop. Never again. Und dann geben die mir auch noch so einen dösigen 15-Euro-Coupon bei meinem nächsten 25-Euro-Einkauf. Scheiße. Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Okay, also links oben, wo meine Facecam sitzt, werden anscheinend die Tipps immer angezeigt. Die äußere Anzeige hat deinen Verbleiben, zeigt deine verbleibende Gesundheit. Der Stand des inneren Kerns beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Gesundheitsregeneration. Alles klar, nähere dich dem Anbindpfosten. Okay, ich denke mal, wir werden uns hier gleich definitiv duellieren oder sonst was. Halte Dreieck gedrückt, um dein Pferd anzubinden. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Alles klar. Alter, wie hoch dieser Schnee ist. Oh, wie krass es aussieht. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Ja, da hat er wohl recht. Hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. So, hier sollen wir low stehen oder was? Ich weiß nicht. Ach ja, hier komme ich rein. Ja, ich bin ja jetzt hier out of sight. Okay. Können wir so machen? Er steht da draußen, alles klar. Benutze. Okay. Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. No, I just Arthur, need some. There's a body food in the wagon. I hear you. Just beschütze Dutch. Keep your eyes on Dutch. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad rauszurufen. Faust, Messer, Handfeuerwaffe. Alles klar, Babe. Now, friend. Gleich wird's cheesy. I ain't asking for much. Please. Yeah, look out, there's more to bear. In die Hand geschossen. Zack. Nochmal in die Brust. Der eine ist down. Ich gehe ein bisschen zurück. Ins Gesicht. Ist er down da hinten? Wow, shit. Kann ich mich nicht bewegen? Oh, doch, hier links. Down. Einer von ihnen will wegrennen. Wo? Wo ist er? Wow, wie crazy. Wow, okay, das war intens, ey. Keine Ahnung, Waffe ist erstmal wieder weggesteckt. Hier ist die scheiß, lol. Was hat er jetzt gemacht? Die Pferde sollen wir holen, oder was? Digga, kann ich dich irgendwas fragen? Nee. Moment, hier muss ich wieder wegstecken. Was muss ich denn machen? Oder soll ich da wieder reingehen? Ich habe gerade leider verpeilt zuzuhören, was ich machen muss. Okay, dann kommen wir einfach mal rein. Der andere Typ, der holt da die Pferde. Die Leichen lassen wir hier einfach liegen. Und wir gehen einfach mal rein.
Riecht nach einer Fete. Halte in der Nähe von Gegenständen Kasten gedrückt, um sie aufzuheben, während du das Haus durchsuchst. Nehmen. Klassische Haferplätzchen. Ein Kalender, eine Lampe. Der Kern deiner Gesundheit sinkt im Laufe der Zeit und ist jetzt leer. Solange er leer ist, verschwindest du negative Effekte. Halte nach rechts gedrückt, um deine Tasche zu öffnen. Okay, du trägst 4 von 10 Haferkeksen bei dir. Vorräte. Na gut. Wollen wir essen, ne? Können wir nochmal in die Tasche gucken? Ja. Dann machen wir mal wieder voll hier das Ganze, ne? Okay, das dauert ein bisschen. Okay, weiter geht's anscheinend gar nicht. Okay, wir suchen einfach weiter. Untersuchen mit Dreieck. Perspektive wechseln. Okay. Umdrehen. Vergrößern, R2. Jake and JD Wedding, September the 4th of 1896. Fotografie. Okay. Hier werden wir definitiv ein paar lange Spielstunden drin verbringen. So, er hat die Decken am Start, oder was? Oh, Moment. Durchsuchen. Truhe, ey. Was ist das? Begib dich zu Dutch, nachdem du nach Vorräten gesucht hast. Wow, 1,60 Dollar. Na egal, wir müssen die Truhe nicht schließen. Die können wir auch auflassen. Was liegt hier noch? Schmuck. Eine goldene Taschenuhr. Schublade durchsuchen. Schublade schließen. Nehmen. Was haben wir hier drin? Berühmte Revolverhelden. Premium-Zigaretten. Karte untersuchen. Alter, ist das crazy. Umdrehen. Was steht drauf? Famous Gunslingers and Outlaws. Series 1. Frankie Heck. Otis Miller Boys, Jack Hall Gang, Butcher Brothers, Slim Grant. Ja, nice, Alter. Mal gucken, was wir damit noch so anstellen können. Hier oben? Können wir nicht mehr hingehen, okay. Ei, okay, was ist hier denn passiert, Alter? Blut. Unten rechts steht immer, was da abgeht, oder was? Kekse? Jetzt haben wir schon mal Kekse zu Hause. Theo wäre stolz auf uns. Dosengemüse. Bohnen. Noch mehr Dosenobst. Da unten habe ich noch eine gesehen. Schön. Schrank untersuchen. Was geht hier so drin? Dosenmais. Nochmal, wir sagen gerade Dutch Bescheid. Ne? Immer schön antworten. Steht da noch was? Boah, es wird aber gerade dunkel hier. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Unsere Taschen sind maximal gefüllt. Gehe ich mal von aus. Ja, sieht so aus. Moment, hier auf dem Tisch lag noch was? Nee, ne? Eine offene Dose. Eine offene Dose. Hier hinten? Hose durchsuchen. Ah, hier kann man noch was durchsuchen. Medizinschrank. Ja, geil, Alter. Was haben wir hier? Angebrochene Arznei. Nochmal eine angebrochene Arznei. Und noch eine. Ja, können wir offen lassen. Hier ist alles zerschlagen. Und eine Leiter geht hoch. Oh, wir können doch noch hoch. Schön, dass wir hier noch... Klassische Haferplätzchen. Revolvermunition. 6 Schuss. Naja, immerhin. Wir haben ja eben einiges verblasen. Ansonsten gibt es hier nichts weiter. Irgendwie ducken oder so kann ich mich nicht. R1 kann ich mich nur dahinter stellen. So runterspringen kann ich auch nicht. Aber von der Leiter runterspringen. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Ey, Moment, da habe ich gerade noch was gesehen. Hey!
Wow. So. Was war das? Dutch, antworten. Still looking, Dutch. Gesalzenes Fleisch. Guck mal einer an. Da ist doch noch was bei rumgekommen, ey. In dem Topf war ja auch nichts. Dann gehen wir wieder raus. Mika, was geht ab? Arthur, keep looking for stuff. Keep looking Arthur, for stuff. Go see if there's anything in that barn. Mika, you search the cabin. See what we missed. Sure. Okay. The cabin. Untersuche die Scheune. Scheune ist hier hinten. Sieht schon krass aus. Drücke nach unten, um dein aktuelles Ziel neu anzusehen. Ja, das habe ich eben vermisst. Ich gucke mich erstmal außen um. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas Interessantes zu sehen gäbe. Okay. Da war gerade in diesem Holzbalken ein Loch. Kann ich da rüberklettern? Anscheinend nicht. Okay. Das Loch sah aus, als ob da irgendjemand was hingehangen hat.